Nach den Anschlägen in Sri Lanka geht die Polizei weiter gegen mutmaßliche Extremisten vor. Bei Razzien in einer Küstenstadt im Osten des Landes wurden Sprengstoffwesten, eine IS-Flagge und Material zur Herstellung von Bomben gefunden. Als Sicherheitskräfte ein Wohnhaus stürmten, zündeten drei Männer Sprengsätze und rissen offenbar auch Angehörige mit in den Tod. 15 Menschen starben, darunter 6 Kinder. Derweil wurden Bilder einer Überwachungskamera aus dem Kingsbury Hotel in Colombo von Ostersonntag veröffentlicht. Bei diesem und weiteren Anschlägen auf Hotels und Kirchen wurden mehr als 250 Menschen getötet. Die Behörden beschuldigen eine einheimische Islamistengruppe. Ob und inwiefern sie vom sogenannten Islamischen Staat unterstützt wurde, wird untersucht. 76 Personen wurden festgenommen. Sri Lankas Regierung steht unter großem Druck, weil es im Vorfeld der Anschläge konkrete Hinweise auf die Attentäter gegeben hatte. Die Angst vor weiteren Angriffen bleibt. Weltweit warnen Behörden vor Reisen nach Sri Lanka, auch das Auswärtige Amt in Deutschland. Reiseveranstalter reagieren, bieten teils kostenlose Stornierungen an oder organisieren die Rückreise.